Hier eine Aufgabe ohne vorgegebene Antwort. Ein großes Quadrat wird in vier kleine Quadrate geschnitten. Jedes kleine Quadrat hat einen Flächeninhalt von 49 Quadratzentimeter. Frage: Wie viel beträgt in Zentimetern der Umfang des großen Quadrats? Der Flächeninhalt eines kleinen Quadrats beträgt 49 Quadratzentimeter und was wir suchen, ist der Umfang U von dem großen Quadrat. Jede Seite eines kleinen Quadrats beträgt automatisch 7 Zentimeter. Und da der Umfang von dem großen Quadrat 8 mal diese Länge ist, berechnen wir einfach als Umfang 8 mal diese Länge 7, das heißt 56 Zentimeter. Die Antwort auf die gestellte Frage ist also 56. Wir werden im nächsten Tutorial eine weitere Frage der Mathematik-Olympiade beantworten.